Im Winter des Jahres 1850 wütete ein Sturm über dem Nordatlantik. Er riss die Grasnarbe auf der Düne einer Bucht ab. Ein riesiger Haufen Abfallmasse früher Siedler war freigelegt und Reste ihrer Behausungen. Der Gutsherr des Landes, zu der die Bucht Skarabræ gehört, wurde neugierig. Er griff unterstützt von Freunden zum Spaten. 1868 waren 4 neolithische Häuser und ihre steinerne Inneneinrichtung freigelegt. Ursprünglich befand sich das Dorf in wesentlich größerer Entfernung zum Meer an einem Süßwassersee. Der Klippengürtel zwischen See und Meer erodierte, die Gewässer verschmolzen, Sanddünen bildeten sich, Stürme wehten den Sand in die Häuser und begruben die Siedlung für einen Zeitraum von mehr als 4.500 Jahren. Heute sind 10 Häuser der ehemals wesentlich größeren Anlage freigelegt. Was erhalten blieb, zeugt von 2 Bauphasen während 3.100 und 2.500 vor unserer Zeitrechnung. Die mir zugewandten kleinen Häuser entstammen der älteren Nutzungsperiode. Sie sind schlicht, gemessen an denen, die ihnen folgten. Sie besitzen noch keine Schränke und die Bettstellen sind in die Wände integriert. Alle Häuser und die sie verbindenden Wege sind zum Schutz vor Stürmen und Witterungseinflüssen halb unterirdisch in einen riesigen Berg aus Abfallmasse hineingebaut. Dieses große Gebäude mit den angegliederten kleineren Räumen entstammt der 2. Bauperiode. Alle Häuser dieser Nutzungsphase sind im gleichen Prinzip eingerichtet, mit Herd, Bettstellen, Steinbänken, Vorratsnischen und Behältern. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es Dachkonstruktionen gab, aus angeschwemmtem Holz oder aus Walknochen, mit Tierhäuten und Grasnarben abgedeckt. Ich kann es mir nicht vorstellen, bei diesen zu überbrückenden Dimensionen. Die Verbindungswege zwischen den Wohngebäuden waren mit Steinplatten und Erde eingedeckt. An einigen Stellen ist die Abdeckung noch erhalten. Gefundene Knochen und Nahrungsreste belegen, dass die Bewohner Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen züchteten, dass sie Gerste und ein wenig Weizen anbauten. Einige kleine Seitenzellen besitzen noch heute einen Abfluss im Boden, wahrscheinlich eine Toilette. Abwasserleitungen verbinden die Häuser und enden im Freien. Die Kastenbetten waren vermutlich mit Farn gepolstert. Tierfelle dienten als wärmende Decken. Ein darüber gespannter Baldachin schützte vor durch die Dachkonstruktion dringendem Wasser. Gefäße aus Steinplatten, hier im Hintergrund sichtbar, waren wasserdicht mit Lehm verkittet. Darin wurden Napfschnecken als Fischköder eingeweicht. Einige könnten sogar zur Bevorratung lebender Schalentiere und Fische gedient haben. Rotwild, Wildschweine, Vogeleier, Vögel, Beeren und Nüsse waren eine willkommene Nahrungsergänzung. Die Türen der Häuser bestanden aus großen Steinplatten. In die Wände eingelassene Nischen dienten als Aufbewahrungsfächer für persönliche oder wichtige Gegenstände. In jedem Haus befand sich exakt dem Eingang gegenüber ein großer Steinschrank, wahrscheinlich ein Prestigeobjekt für die zur Schaustellung wertiger Gegenstände. Die große zentrale Feuerstelle war Herd und Heizung zugleich. Tierdung, getrockneter Seetang, Heidekraut, Farn und ölreiche Knochen von Meerestieren dienten als Brennmaterial. Die Menschen, die hier der Witterung und den harten Lebensbedingungen so viel Komfort entgegenzusetzen wussten, lebten völlig autark. Sie führten ihnen wichtig erscheinende Dinge auf die gleiche Weise aus. Das lässt auf ein harmonisches Miteinander schließen.
Es wurden keine Waffen oder ähnliche Gegenstände gefunden. Diese Wohnanlage spiegelt ein starkes Identitätsgefühl als Gemeinschaft wider, aber auch das Bedürfnis nach Privatsphäre. Das Nahrungsangebot war vielfältig und reichhaltig. Die Werkzeuge bestanden ausschließlich aus Stein oder Knochen, die Kleidung aus Häuten und Fellen der Tiere. Die Bewohner dieser Siedlung fertigten Schmuckstücke und kannten die Heilwirkung vieler Pflanzen. Man fand Farbtöpfe mit rotem Ocker, vielleicht zur Körperbemalung. Es ist anzunehmen, dass die Gemeinschaft, die diese Häuser schuf, mit anderen Dörfern im Kontakt stand für die Partnersuche und für den Tauschhandel wertiger Güter. Über einen Zeitraum von 600 Jahren war das Dorf ohne Unterbrechung bewohnt. Um 2500 vor unserer Zeitrechnung wurde es verlassen. War eine Naturkatastrophe die Ursache oder wanderten junge, wagemutige Menschen ab, weil es ihnen zu eng, zu reglementiert erschien? Darauf gibt es bis heute keine gesicherte Antwort. 50 bis 100 Menschen lebten jeweils zeitgleich in Scarabre. Es dürfte recht gemütlich gewesen sein, wenn das Feuer an dunklen Wintertagen brannte und die Steine als Wärmespeicher fungierten. Der Winter auf Orkney ist lang. Somit verbrachten die Familien viel Zeit miteinander im flackernden Feuerschein und Duft garender Speisen. Dass die Häuser verbindende Abwassersystem und das Netz der gegen die Witterung abgeschirmten Gänge vermitteln ein völlig neues Bild der hohen Zivilisationsstufe dieser Kultur. Es ist anzunehmen, dass sich alle Bewohner als gleichwertig empfanden, obwohl es berufsähnliche Spezialisierungen gab. Die Regeln des Miteinanders beruhten wohl auf dem Erfahrungsschatz der Gemeinschaft. Die Götter der Natur, die die Winterstürme lenkten und den Lauf der Gestirne steuerten, waren zugleich Garant für eine sichere Nahrungsgrundlage. Ein gestrandeter Wal war ein großes Zeichen ihrer Gunst und bescherte viele mit Lebensfreude erfüllte Festtage. Für mich ist Scarabre neben den Kulturstätten des alten Ägyptens das Eindrucksvollste, was ich bisher auf meinen Reisen sah. Und ich danke dem Wettergott, dass er es heute so gut mit mir meint. Es bleibt zu hoffen, dass der Atlantik einen respektvollen Abstand hält und diese herausragende Kulturstätte der Menschheit erhalten bleibt. Im Museum von Scarabre kann ich bestaunen, was die Ausgräber im vom Sand konservierten Dorf fanden. Sehr viele Perlen aus Walzähnen oder Stoßzähnen von Walross und Eber. Das sind Nadeln in Längen bis 35 cm, meist aus Walross-Stoßzähnen, wahrscheinlich zum Hochstecken der Haare und Zusammenhalten von Kleidungsstücken. Die Bewohner von Scarabre kannten keine Webwaren. Werkzeuge wie diese dienten wohl der Verarbeitung von Häuten und Fellen. Der Verwendungszweck dieser größeren Werkzeuge aus Stein ist nicht eindeutig definierbar. Die faustgroßen, sehr eigenwillig geformten Steinbälle deutet die Wissenschaft als Prestigeobjekte. 400 solcher Steingebilde wurden in Schottland gefunden. Auch der Verwendungszweck dieser großen Platte aus Walknochen ist unbekannt.
Stößel und Mahlsteine wurden in allen Größen gefunden. Das könnten würfelartige Spielelemente sein. Und dies deutet die Wissenschaft als Heilmittel mit blutstillender und entzündungshemmender Wirkung. Ich bin sehr beeindruckt und kann mir nun ein wenig besser vorstellen, wie das Leben im Steinzeitdorf auf der Orkney-Insel Mainland gestaltet wurde.